Ingrida sein wir gewesen, haben wir gehandelt mit Lein. Einer ist von uns gestorben, sein wir geblieben, nein. Nein, Brüder sein wir gewesen, haben wir gehandelt mit Fracht. Einer ist von uns gestorben, sein wir geblieben, acht. Das Ding, das Sie Europa nennen, ist ein Lappen von bunten Flicken geworden. Und jeder ist fremd, wenn er nur die Nase aus seinem Dorf heraussteckt. Hinter dem Vorhang, der östlich der Weichsel gelegenes Land verhängt, mordet man. Mordet man das jüdische Volk. Gemordet werden Juden von östlichen Soldaten. Ihre Kokarden unterscheiden sich nach Sprachen. Ihr losgelassenes, fiesches Geblüt verbündet sich. In Wilna, in Polen, in Weißrussland wird gemordet. Auch der Magyar mordet. Dem Tschechen zuckt in den Fingern. Aber am entfesseltsten wirft sich der Kleinrusse auf die Wehrlosen. Über ganz Europa geht jetzt eine Welle jüdischer Wanderer. Es ziehen sich lange Kolonnen über alle Grenzen und es gibt keine Macht auf der Welt, die diesen Strom aufhalten kann, die diesen Wanderern Einhalt gebietet. Weit über 100.000 Menschen sind in diesem Blutbade zugrunde gegangen. Schmelle mit dem Fiedelen, Tövje mit dem Bass. Spielche mir Liedele, Eufen mit dem Gas. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie auch noch zu bedenken, dass ein großer Teil der polnischen Juden gar nicht die Absicht hat, hier in Deutschland zu bleiben. Sehr richtig, sehr richtig. Ich muss schon sagen, es zeugt doch von wenig Mut bei diesen Herren, wenn sie eine solche Angst haben vor der kleinen Anzahl von Personen, die nicht aus eigenem Wollen, sondern getrieben durch die Not und das Elend nach Deutschland gekommen sind. Wir nationaldeutschen Juden, wir kennen keine jüdische. Wir kennen nur eine deutsche Einheitsfront. Die Juden, die kein Vaterland haben, kennen auch keine Vaterlandsliebe. Mitten unter fremden Völkern haben sie nur das eine Ziel, ohne Arbeit und Mühe reich zu werden und ein wollüstiges Leben zu führen. Arbeitet der Jude? Wo? Wie? Schaut hin, wie wohlgenährt. Trägt ihr nicht die schönsten und besten Sachen? Woher stammen sie? Wer hat sie erzeugt? Von euch, die ihr mühselig ums tägliche Brot kämpft. Ihr Brüder seien wir gewesen, haben wir gehandelt mit Hei. Einer ist von uns gestorben, seien wir geblieben drei. Hierdurch erlaube ich mir, Sie höflichst zu bitten, mich in den Badischen Staatsverband aufnehmen zu wollen. Ich befinde mich seit 28 Jahren ununterbrochen in Deutschland, war zweimal im Felde und unter dem deutschen Heere in den Karpaten, wo selbst ich verwundet wurde. Der polnische Staatsangehörige Jakob Neger hat am 7. Januar 1920, am 17. Juni 1921, am 27. September 1925 und am 18. Juli 1926 um Einbürgerung in den Badischen Staatsverband für sich, seine Ehefrau sowie für seine 5 minderjährigen Kinder nachgesucht. Das Gesuch wurde jeweils abschlägig verbeschieden, da ein Interesse des Landes an seiner Einbürgerung nicht anerkannt werden konnte. Brüder seien wir gewesen, haben wir gehandelt mit Gebeine. Einer ist von uns gestorben, bin ich mir geblieben, nur noch einer. Den Krieg hat mein Mann im österreichischen Heere von Anfang bis zu Ende mitgemacht. Unsere Familie besteht aus 6 Köpfen. Wenn auf dem Ausweisungsbefehl bestanden wird, wissen wir nicht, wohin wir uns wenden sollen. Die preußische Regierung ist seinerzeit dazu geschritten, für angeblich lästige Ausländer Internierungslager zu errichten. Unsere schlimmsten Befürchtungen sind durch die Wirklichkeit weit übertroffen. Die Internierten erhalten pro Kopf und Tag 250 Gramm Brot und wöchentlich 1 Esslöffel Marmelade und ein ungefähr 5 cm großes Stück Wurst. Niemals feste Nahrung, nur Suppe. Die Reissuppe, die ich gelegentlich meines Besuches sah, wurde von allen Gefangenen als Sonntagsessen gepriesen. Sie bestand zu 19 aus Wasser, untermischt mit Fleischfasern und angefaulten Kartoffeln. Wer Glück hatte, konnte mit jedem Löffel Suppe mindestens einen Mehlwurm herausfischen.
Alles in allem lässt sich sagen, dass die ganze Angelegenheit außerordentlich aufgebauscht worden ist. Sie soll offenbar zur politischen Agitation von links ausgenutzt werden. Die Grenzen laufen kreuz und quer, wirr durch Europa. Niemand aber vermag die Menschen auf die Dauer zu scheiden. Grenzen nicht und nicht Soldaten. Wenn die nur nicht wollen. Es kommt geflogen die gilderne Paare von der Ferne Land. Von der Ferne Land. Und sie verleiden den gilderne Feder mit der großen Schand. Und sie es ist bitter, man liebt.